Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um dann einfach zu erfahren, dass ich die ersten 4 Stunden einen Fall habe, was mich so unfassbar aufgeregt hat, weil ich einfach länger schlafen konnte. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal meinen Anti-Pieke-Sticker abgemacht. Und für die Leute, die es irgendwie ekelhaft findet, dann schaltet man lieber ab, weil ich zeige euch das gleich. Aber die funktionieren einfach so unfassbar gut, weshalb ich sie immer wieder verwende. Und hier sieht man nochmal das Ergebnis. Es ist wirklich so unfassbar ekelhaft. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es euch überzeige. Dann habe ich mir erstmal einen Dutt gemacht, um mir halt mein Gesicht zu reinigen und so. Und dafür verwende ich dieses Waschgel, weil viele immer danach fragen, was für eine Produkte ich verwende. Aber ich würde sie eigentlich nicht nachkaufen. Meine Haut ist wirklich schlecht, also nimm keine Ratschläge von mir an. Dann habe ich mir heißes Zitronenwasser gemacht. Das mache ich mir eigentlich auch zum ersten Mal. Also denkt nicht, dass ich das jeden Tag mache. Eigentlich bin ich viel zu faul dafür. Und dann habe ich mein Bett gemacht, damit mein Zimmer ein bisschen ordentlicher aussieht. Abgesehen davon musste ich Physik lernen, weil ich morgen eine Arbeit schreibe und absolut nichts kann, obwohl ich die ganzen Ferien dafür Zeit hatte zu lernen. Aber habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich so blöd bin. Dann habe ich mir noch was zu essen gemacht und währenddessen habe ich YouTube geschaut. Übrigens, ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es euch anschauen würdet. Dann habe ich etwas weitergelernt und dann habe ich meine Haare gemacht, um dann in die Schule zu gehen. Das Ergebnis seht ihr dann in meiner Story.